Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ja, und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jede Woche Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige euch, was ich Schönes in der letzten Woche gemacht habe. Also es ist genau das, was ich gerade gesagt habe, ein Wochenupdate. In der letzten Woche habe ich ein bisschen was gemacht. Wir sehen es jetzt hier schon. Und zwar habe ich mich um den Bahnhof weiter gekümmert, der immer übrigens noch keinen Namen hat. Da hatte ich euch ja im vorletzten Video gefragt nach Namenvorschlägen und es kam wirklich einige Namensvorschläge. Die möchte ich natürlich demnächst noch präsentieren und euch dann bitten, diese ja auszuwählen, wie auch immer ich das gestalten werde, vielleicht mit einer Nummer von 1 bis 10 und dann, wenn ihr so lieb seid, schreibt dann vielleicht 1 oder irgendeine Nummer rein, das machen wir auch, wenn es soweit ist, dass wir dann einen Namen auswählen können. Aber jetzt habe ich erstmal mich um dieses Dach gekümmert, wo ich in der letzten Woche aufgehört habe. Es geht nämlich genau an dieser gleichen Stelle weiter. Hier am Anfang zeige ich euch noch ein bisschen Gestaltung. Keine Angst, das geht relativ schnell. Das habe ich ja in letzter Zeit öfters mal gezeigt, wie ich da was besprüht habe. Diesmal habe ich es mit einem Spray gemacht. Damit habe ich mich ein bisschen belesen, ein bisschen beschäftigt. Das geht tatsächlich besser. Die Grundierung mit einem Spray habe ich euch drauf eben reingehalten, die Kamera von AK. Und das grundiert sich tatsächlich besser als mit Airbrush. Deswegen habe ich das gemacht. Das ist also eine spezielle Grundierung für Modellbau für Airbrush. Macht sich richtig gut und ich saue auch nicht bloß für diese Grundierung schon meine Pistole ein und muss dann erstmal das Weiß wieder reinigen und so weiter und so fort. Sondern ich kann tatsächlich nur mit meiner Farbe sprühen, die ich drauf haben will. In dem Fall natürlich ein Braun. Das gleiche wie bei meinem Bahnhof selber habe ich jetzt hier an diesem Vordach auch gemacht. Wie ihr habt schon gesehen, es ging relativ schnell. Ich habe das also jetzt, wie gesagt, in den letzten Folgen immer mal wieder gezeigt, wie ich Airbrushe, und das ist ja keine Riesensache, aber es gehört ja dazu, es ist ja ein Wochenupdate, also zeige ich euch auch, was ich in der Woche gemacht habe, ansonsten hätte ich ja nichts zu präsentieren, weil ich nur gebastelt habe, aber es geht bald los mit Fahrvideos, kann ich euch versprechen, wenn ich ein bisschen was noch an Gestaltung da habe, dass man eben auch in den Bahnhof einfahren kann und so weiter und so fort, dann geht es natürlich auch endlich mal los mit Fahrvideos, beziehungsweise auch mit dem Umbau von vielen Fahrzeugen, die ich hier oben in meinem neueren Teil der Anlage, den ich natürlich noch bauen möchte, liegen habe. Hier liegt vor mir aufgeschichtet schön viel Rollmaterial, aber dazu kommen wir später. Ich habe im Hintergrund, ihr seht schon, endlich die Lampen eingebaut. Wenn er so ein bisschen blinkert, ist es einfach so, dass ich unten mit den beiden Kontakten da die ja, die feinen Litzen nicht richtig erwischt habe. Deswegen blinkt das. Ich habe also hier kein Blinkermodul eingesetzt. Also kein. Ja, das soll also ein dauerhaft brennendes Licht hier in dem Fall sein. Und habe hier ein bisschen anpassen müssen. Die LEDs hatten ein bisschen verschiedene Farbe. Ich habe die in Serie geschaltet. Das heißt, ihr braucht keinen Vorwiderstand rein. Aber es war tatsächlich so, dass eine LED ein bisschen heller war als die anderen. Und das habe ich ganz einfach gelöst, indem ich ein kleines bisschen braune Farbe mit viel Wasser auf die LED drauf gemacht habe. So waren die auch schön dunkel, schön gelb, kann man schon fast sagen. Also richtig schönes, gemütliches Licht, wie man sich das so vorstellt in so einem alten Steampunk-Bahnhof. Ja, jetzt habe ich natürlich hier meine Stützen gebaut oder bemalt. Bebaut hatte ich sie ja schon. Die sind jetzt für das hintere Bahnhofsdach. Ihr seht es jetzt hier schon, wie die Seitenteile. Die hatte ich ja bloß immer grundiert gehabt. Jetzt habe ich ihn genuschelt ohne Ende, aber ist egal. Auch bloß ein Mensch. Und habe das Ganze natürlich jetzt positioniert, dass ich endlich die beiden Dächer mal hinstellen kann. Ihr seht es jetzt schon, das sind natürlich die gleichen Stützen, wie ich sie vorne auch gebaut habe für das Vordach. Nur, dass hier noch diese seitlichen kleinen Teile dran sind, die hätten an dem anderen Dach nicht richtig gepasst. Deswegen habe ich sie da weggelassen. Und ja, es macht sich gut, es sieht nett aus. Und ich habe da wieder diese Gun-Gray-Farbe, diese Waffenfarbe, also nicht keine Waffenfarbe, die so aussieht wie bei einer Waffe, ja, so ein bisschen metallisch glänzend, fand ich für die Säulen sehr, sehr praktisch. Das hat wirklich diesen Metalleffekt da drin, das fand ich richtig gut. Jetzt habe ich natürlich an meinem Gebäude, was ja endlich mal langsam so in Richtung Fertigstellung tendiert oder geht, was hier noch fehlt, ist nach wie vor die Alterung. Ja, ich hatte es ja nur gestaltet im letzten Video, aber ich muss die jetzt, wenn ich es auftragen will, einbauen will, muss ich natürlich jetzt mal langsam mich um die inneren Werte kümmern des Ganzen und habe hier natürlich die Fenster eingeklebt. Das mache ich natürlich mit einer Folie, die ich dafür habe. Die hatte ich mir mal immer aufgehoben. Die war bei einem Notebook, diese Display-Schutzfolie. Ja, da ich in der Computerbranche arbeite, habe ich natürlich Zugriff auf solche schönen Sachen.
Die, wir haben natürlich noch ganz spartanisch eingeklebt. Das heißt, ihr seht schon, ich mache da ganz entfernt von den Fenstern, mache ich da irgendwo einen Tropfen Kleber hin. Und damit eben das nicht in die Scheiben, also dass man das nicht sieht, wenn da mal ein bisschen was verschmiert ist oder irgend sowas, ja. Die Beleuchtung mache ich hier genauso wie am Bahnhofsgebäude, nur dass es hier drin heller sein wird. Die klebe ich wieder ein mit UV-Kleber. Das macht sich also wirklich gut. Das, ihr seht es ja schon, das habe ich jetzt in den letzten Folgen auch öfters gezeigt. Einfach reinhalten, UV-Licht, 2-3 Sekunden ist die Sache fertig. Auch hier sehen wir jetzt das Licht schön. Ich habe da nochmal so einen Lichttrenner auf der linken Seite eingebaut. Wir hatten es eben gesehen, damit das Licht eben in diesem Turmbereich möchte ich es nicht haben. Ja, ich möchte einfach, dass der aus ist, weil auch wenn ein Bahnhofsgebäude auf hat, ich hatte ja mal gefragt, was ihr dazu meint, muss ja nicht sein, dass alles beleuchtet ist. Aber ich wollte hier nicht einzelne Räume beleuchten. Das hätte ich unpassend gefunden, weil da drinnen ist ja meistens eine Halle und die leuchtet komplett. Aber den Turmbereich, den wollte ich halt nicht beleuchten, denn da soll außen vor sein, sondern nur den eigentlichen Hauptteil des Gebäudes. Und deswegen habe ich das dann so abgetrennt. Das passt schon. Hier sehen wir noch mal einen ganz kurzen Überblick. Ich habe mein Hauptmodul schon gezogen. Und hier vorne soll der erste Bahnsteig hin. Das möchte ich euch natürlich jetzt auch noch zeigen. In der nächsten Folge wird dann wahrscheinlich der komplette Bahnhof aufgebaut. Es fehlen Details. Ja, ich habe noch nichts, keine Bänke, keine Person, gar nichts hingestellt. Das würde ich auch alles umreißen noch. Ich habe jetzt erstmal nur den Bahnsteig mit dem Dach verklebt. Das habe ich euch auch nicht gezeigt. Noch liegt das Dach ja separat. Oder zeige ich es euch noch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall musste ich jetzt hier ein bisschen mit dem Lineal arbeiten und ein bisschen was ausmessen, damit die Laternchen, die noch zusätzlich reinkommen, natürlich an Stellen stehen, die Sinn machen oder die schön aussehen irgendwo. Ein bisschen tricky war das Ganze, weil unterhalb des Bahnhofes verlaufen jede Menge Leitungen und Litzen und Kabel und so weiter. Deswegen musste ich jetzt schauen, ich konnte nur ein einziges Loch nach unten durchführen, auch wenn ich drei gebohrt habe, während die beiden äußeren gehen nur bis zur Hälfte rein, sodass die Laternenmasten versenkt werden können und ich die Laternchen in der Höhe, das ist eine schöne Geste, ne? In der Höhe verstellen kann. Ja, das ist also die beiden, die ja rechts und links liegen, die sollen also verstellbar sein, sodass ich sie mir so einstellen kann. Ich sehe das in meinem Monitor, es sieht wunderbar aus, was ich hier mache. Dass ich die eben in der Höhe einstellen kann, erledigter Fall. Muss aber die Kabel alle zu dem Hauptloch, es klingt immer bekloppter heute, rüberführen kann, wo ich es dann durchfädle. So, Ende des Quatsches hier, was ich da erzähle. Ja, deswegen musste ich das jetzt verlängern. Die anderen Kabel oder Litzen haben alle gereicht und die einen musste ich verlängern. Lange Rede, kurzer Sinn. Die werden natürlich so flach wie möglich. Ich habe hier Litzen mir rausgesucht, die ich normalerweise nehme, um im Loks-Decoder zu verlöten. Ja, die müssen also richtig schön dünn sein. Wir sehen es schon. Die sind richtig dünn, denn der Bahnsteig wird ja aufgeklebt und da darf nichts Dickes drunter sein. Ein bisschen Spiel habe ich, ein kleines bisschen, einen halben Millimeter habe ich Luft und das passt. Die Litzen sind einen halben Millimeter oder sowas. Einzig Knackpunkt ist, wo ich gelötet habe, aber auch das habe ich hinbekommen, das zeige ich euch nicht. Da habe ich einfach so ein bisschen in eine Kuhle reingefräst bei mir auf der Modellbahn, wo dann eben die Litzen da verschwinden. Hier sehen wir jetzt schon, ich habe das alles reingebaut. Hier kommt das Dach jetzt. Das muss ich natürlich noch ein kleines bisschen anhalten. Ist ja alles selbst ausgedruckt. Ihr wisst es ja, alles selbst erstellt und ausgedruckt. Da hast du mal einen halben Millimeter Unterschied von der Höhe und dann hast du Spannung drin. Ja? Und deswegen muss ich da immer so ein kleines bisschen nachfeilen oder nachschmirgeln. Das Ganze, damit das dann wirklich schön gerade drauf steht und nicht so unter Spannung steht. Deswegen muss ich jetzt hier immer noch so ein bisschen nachmessen und machen. Auch steht mal so ein kleines, ja, nicht hundertprozentig gerade, sondern nur zu 99% gerade. Ist mir egal, sage ich euch ganz ehrlich. Es sieht einfach nett aus jetzt, wenn es fertig ist. Und wenn das mal wirklich, man sieht das nicht, wenn ich jemand sage, guck mal da, der kleine, die kleine Säule, die steht, nee. Ja, sie ist kein Mensch. Und selbst dann, finde ich, hat das einen persönlichen Charme, ein kleines bisschen in Flair, dass eben alles nicht perfekt ist. Und es muss nicht perfekt sein, es darf nicht alles perfekt sein. Das erzähle ich ja immer wieder. Aufkleben, jetzt kommt es wieder, tue ich das Ganze, feiner Deutsch, mit Weißleim. Ganz einfach, obwohl das eben Holz und Plastik ist oder 3D-Druck ist, passt das, das klebt wie verrückt. Das kennt ihr vielleicht selber. Ja, und die beiden Laternchen, wir sehen es schon auf der rechten Seite, zack, ich kann sie versenken, weil die in dem Loch unten verschwindet, wo das Kabel wieder nach oben geführt wird. Klappt wunderbar. Und an dieser Stelle
setze ich in der nächsten Woche wieder an. Da geht es nicht mit dem Gebäude dahinter los. Und dann werden wir langsam den Bahnhof in eine Phase reinbringen, wo es dann ja Richtung Fertigstellung irgendwo geht. Und dann werde ich wahrscheinlich das Ganze mit dem Namen machen, dass ich euch dann nochmal wählen lasse, welchen Namen wir für den Bahnhof nehmen wollen, welcher da ein bisschen gut klingt für die Steampunk-Anlage. Zu verrückt, wer soll es vielleicht auch nicht sein, aber es soll schon irgendwo passen, es soll nett sein. Und dann würde ich sagen, schaut euch bitte mal eins von diesen beiden Videos hier oben noch an. Ich würde mich freuen, der Algorithmus von YouTube freut sich sowieso darüber. Und ja, entsprechend werden ja die Videos auch mehr vorgeschlagen und dann macht das Ganze mehr Spaß, euch zu präsentieren, wenn es auch angeguckt wird. Dasselbe gilt für die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr was schreibt. Hier sehen wir jetzt schon mal ein paar Bänke, die ich noch gedruckt habe. Das kommt aber in einem separaten Video noch mit, wo ich das alles gemacht habe, das Zubehörzeug erstellt habe. Aber das kommt, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Dann werde ich euch das alles präsentieren. Und mit dem Trocknen des Bahnhofs, wenn das hier alles schön fest ist, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. 16 Uhr ist euer Uli Freitag für euch da. Bis dahin. Tschüss.